Der Baumeister als Vordenker und Visionär. Diesem Motto folgend strebt Österreichs Bauwirtschaft stets mit Innovationen nach verbesserter Bauqualität. Entwicklung und Fortschritt sind für die Wirtschaft, die Baufirmen und deren Kunden nicht nur profitabel, sondern auch notwendig, wie Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel erklärt. Forschung und Entwicklung ist in allen Wirtschaftsbereichen eine wichtige Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Allein die Entwicklungen im Bereich der Energieeffizienz von Gebäuden in den letzten Jahren zeigen, wie wichtig die Bauforschung ist, damit Innovationen in der Baupraxis umgesetzt werden. Mit der Brancheninitiative für die Bauwirtschaft, die von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG auf unsere Initiative durchgeführt wurde, konnte die Forschungsquote in der Bauwirtschaft deutlich erhöht werden. Nun gilt es, diesen erfolgreichen Weg in Richtung einer weiteren Stärkung der Bauforschung konsequent fortzusetzen. Vorneweg, nicht hinten nach, heißt es etwa in Salzburg. Hier ist die erste Innovations- und Forschungsstelle Bau angesiedelt. Visionäres Energiemanagement und Baustoffforschung sind in der Mozartstadt nicht nur Zukunftsmusik, sondern Realität. Eine der ganz wichtigen Aufgaben, die wir als Innung haben, ist unseren Unternehmen zu helfen, ihre Produkte und Dienstleistungen zukunftsfähig zu machen. Und zukunftsfähig heißt Entwicklung, heißt Innovation und Forschung. Und da haben wir gesehen, dass in den Unternehmen viel an guten Ideen da ist, aber nicht die Ressource, um Forschungsprojekte zu initiieren. Und deshalb haben wir hier die Forschungsstelle eingerichtet, stellen Experten bei, stellen Know-how bei, um entsprechende Ansuchen zu stellen und Forschungsprojekte abzuwickeln. Wir machen das seit 5 Jahren, haben ungefähr 10 EU-Projekte initiiert und begleitet und uns beteiligt. Wir haben in allen Bundesländern eine ähnliche Struktur, das heißt, wir haben Bauakademien, wo solche Einrichtungen installiert werden können. Das Team in Salzburg verfolgt das Ziel, Forschung mit modernen Technologien zu betreiben, aber darüber hinaus auch Forschungshilfe zu leisten, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit anzubieten. Denn neu gewonnene Erkenntnisse sind dann am wertvollsten, wenn man sie anderen vermittelt, austauscht und zugänglich macht, mit guten Seminaren, Workshops und Veranstaltungen. Gunter Graupner, Leiter der Forschungsstelle Salzburg und des neuen Kompetenzzentrums für Bauforschung, schätzt den Austausch innerhalb der Baubranche. Wichtig für uns war einfach, dass wir die Fragestellungen und Ideen aus den Unternehmen aufgreifen und die mit der Forschung zusammenbringen, sodass da gute Projekte daraus entstehen und dass wir nicht warten, bis zufällig sozusagen unsere Themen aufgegriffen werden. Ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor bei solchen Projekten ist, dass Wissenschaft und Praxis ganz eng zusammenarbeiten und da lernen eigentlich beide voneinander. Und durch unsere Projekte haben wir auch gelernt, dass es ganz wichtig ist, die Ergebnisse auch auf europäischer Ebene einzubringen. Und das machen wir laufend, indem wir bei EU-Projekten Ergebnisse vorstellen. Das Forschen nach neuen Produktionsmethoden und Materialien in der Bauwirtschaft wird in Österreich aber nicht erst seit dem auf Bauforschung spezialisierten Kompetenzzentrum betrieben. Robert Rosenberger von der Bundesinnung Bau ist bereits viele Jahre auf diesem Gebiet tätig. Die Bundesinnung Bau ist seit vielen Jahren im Bereich der Bauforschung aktiv. Wir haben schon eine Reihe von Forschungsprojekten initiiert, wie zum Beispiel die österreichischen Bauschadensberichte, die Baumeisterhandbücher zu den Themen Passivhausbau und energieeffiziente Sanierung oder das Internetplanungstool mit Baukonstruktionsdetails in Massivbauweise. Alle diese Projekte wurden als Branchenprojekte durchgeführt. Das heißt, die Bundesinnung Bau hat sie beauftragt und die Ergebnisse den österreichischen Baumeistern zur Verfügung gestellt. Derzeit arbeiten wir auch an neuen Projekten, wie eines zum Thema Lüftungsanlagen oder ein Projekt über die Salzbeanspruchungen im Sockelbereich von Gebäuden. Ein wichtiges Element für die Finanzierbarkeit von Forschungsprojekten ist die Forschungsförderung. Will man Gelder aus dem Topf der Forschungsförderungen in Anspruch nehmen, müssen Förderrichtlinien eingehalten werden. Die wichtigste Voraussetzung für eine Forschungsförderung ist, dass das Projekt innovativ ist. Das heißt, dass etwas Neues darin entwickelt wird. Ein Forschungsprojekt muss sowohl in technischer als auch in kaufmännischer Hinsicht sehr gut durchdacht und geplant sein. Die Erstellung eines Forschungsantrages ist meistens dementsprechend aufwendig. Wer jedoch diese Hürde nimmt und einen Förderzuschlag bekommt, der hat sehr gute Chancen, sich mit einer Innovation einen Wettbewerbsvorteil am Markt zu verschaffen.
Hier an der Bauakademie Salzburg dient die Forschungsstelle Baupionieren schon seit 2009 als Anlaufstelle. Drei Simulationsgebäude sind seit 2012 in Betrieb und liefern laufend Ergebnisse auf die praxisnahen Fragestellungen. Doch nicht nur in der Farbe unterscheiden sich die Simulationsräume. So sind zwei mit einer Außenwand aus Ziegel und einer mit einer gedämmten Außenwand aus Beton ausgeführt. Alle gemeinsam haben bauteilaktivierte Bodenplatten und Decken, die mit solarer Energie betrieben werden. Gebäude der Zukunft heizen und kühlen sich von selbst, indem sie ihre Bauteile einfach aktivieren. Also hier befinden wir uns in Österreichs ersten bauteilaktivierten Simulationsraum. Gehen tut es da um Heizen und um Kühlen, also dieser Raum soll sozusagen beides können, um eben im Winter und im Sommer bestens gerüstet zu sein. Und Ziel ist, dass wir dieses einfache System in die Breite bringen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Zu den wichtigsten Erfolgen bisher zählen zum Beispiel ARGE nachhaltige Bauteilaktivierung, ein branchenübergreifender Zusammenschluss von 4 Baufirmen, 3 Beton- und einem Rohrhersteller. Zusätzlich wird die ARGE von der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie und der Bundesinnung Bau unterstützt. Auch die ARGE Ziegelbauzukunft ist ein branchenübergreifender Zusammenschluss bestehend aus 5 Baufirmen, einem Ziegelhersteller und einem Bauträger. Auch diese ARGE wird von der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie und der Bundesinnung Bau unterstützt. Sonnenschutz. Tageslicht bestimmt mit Helligkeit und Farbechtheit das Wohlbefinden in Innenräumen. Mit der richtigen Lamelle kann Überhitzung vermieden und dennoch farbechtes Licht in das Innere von Gebäuden gelenkt werden. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Forschungseinrichtungen und modernster Technik sollen allgemein zu fortschrittlichen Entwicklungen in Österreich beitragen. Das neue Kompetenzzentrum für Bauforschung soll neben der Forschungskoordination und dem Wissenstransfer auch eine Anlaufstelle für neue Projekte sein und die notwendigen Kontakte zu Forschungsdienstleistern und potenziellen Fördergebern herstellen. Ob Materialtechnologie, Baubetrieb oder Nachhaltigkeit, in allen Bereichen müssen die österreichischen Baumeister die neuesten Entwicklungen mitbestimmen und mitgestalten. Das ist eine entscheidende Voraussetzung, um auf neuen Märkten erfolgreich und vorne dabei sein zu können. Unser neues Kompetenzzentrum für Bauforschung soll die zahlreichen Forschungsaktivitäten im Baugewerbe und an den Bauakademien bündeln und den Wissenstransfer von Forschungsergebnis zu den Betrieben unterstützen. Ich möchte unseren Baumeistern nahelegen, die Ergebnisse unserer Forschungsprojekte in ihrem Bereich zu nutzen und auf unser neues Kompetenzzentrum zuzugehen, wenn sie neue Forschungsprojekte realisieren wollen. Für die Suche nach Kooperationspartnern und für die Antragstellung von Forschungsförderungen ist Erfahrung und Know-how notwendig. Dafür steht Ihnen unser neues Kompetenzzentrum für Bauforschung zur Verfügung und bereit.